So, dann herzlich willkommen zur neuen Börsenwoche hier auf JFD Live Trading TV. Heute ist ein Amerika Feiertag, deshalb werden sich wahrscheinlich die Ausschläge im DAX im Rahmen halten. Größere Volatilität werden wir höchstwahrscheinlich nicht sehen. Zum DAX gab es gestern Abend noch ein Schaubild. Es ist eben nicht klar, ob es jetzt direkt hier Richtung 10.440 geht oder über einen Umweg und ein Gap Close bei 10.088. Diese Unterstützungsmarke damals, die eingezeichnet war, die letzte, hat ja gehalten und der DAX zog daraufhin jetzt letzte Woche an. Und wie gesagt, hier ist jetzt nicht ganz klar, wie der DAX an die 10.440 Punkte Marke ranläuft. Erst nochmal ein Rückfall, kann auch nur bis zum EMA 200 kommen. Im Idealfall wäre jetzt hier wirklich fast ein Gap Close, 10.100 Punkte denkbar, um dann eine nächste Aufwärtsbewegung zu starten. Der Nasdaq hat er hier das Kursziel sogar deutlich überschritten und ist höchstwahrscheinlich eben auf dem Weg zum Gap Close bei 4.540 Punkten. Das würde dann eben mit dem direkten Durchlauf mit dem DAX hier übereinstimmen, dass hier der DAX, wenn er jetzt mal kommt wieder, gut, nehmen wir ein anderes. Nehmen wir eben hier den Goldpreis als erstes. Da gab es letzte Woche, nachdem sie ausgestoppt ist, nochmal zwei Anlaufpunkte. Der untere Anlaufpunkt am EMA 200 und an einer anderen Wochenwiderstandslinie, die liegt bei 1192. Ist noch nicht ganz erreicht, hier knapp. Ja, bei 1000, genau bei 1200 Punkten kamen kleinere Käufe mal in den Markt. Hierzu gab es eben auch noch ein anderes Schaubild. So, und da waren hier eben in der Nacht, also am Sonntag, jeweils diese Marke. Diese Marken sind auf Stundenschlussbasis dann relevant, beziehungsweise auf 4-Stunden-Basis. Also hier wurde kein Stundenschluss über dieser Marke und hier prallte der ab. Und in dem gestrigen Video noch hieß es, über diesen Kaufmarken könnte Aufwärtsdruck kommen, also Aufwärtsbewegung in den Markt kommen. Hier sieht man aber, wie exakt mal wieder der Goldpreis an einer eingezeichneten Marke nach unten abgeprallt ist. Hier könnte es hier ein kleines Doppeltief geben. Mal abwarten, wo sich das dann hinbewegt. Hier hatte ich jetzt keine Marken mehr rein. Hier muss ich dann noch nachher veröffentlichen, nochmal ein Update zu einer Intraday-Analyse. Zu den Forex-Setups hier: Pfund gegen kanadischen Dollar. Nach der Umkehrkerze kommen heute sogar Käufe rein. Da warte ich eher einen Rücklauf. Hier lief es zunächst beim US-Dollar, kanadischen Dollar direkt in die Richtung. Dann gab es hier eine Umkehrkerze. Heute liegt man leicht drüber. Allerdings, wie besprochen, kann hier eine Bewegung nach unten fertig sein. Diese darf es eben, die darf jetzt korrigiert werden, wurde korrigiert. Und im Idealfall hört es jetzt hier auf. Ich lasse aber den Stopp noch hier oben und dann darf es, wenn es jetzt sich so ausdehnt, darf es auch hier deutlich tiefer gehen. Aber zunächst lasse ich das jetzt hier erstmal an dieser Marke dran. Neuseeländische Dollar, US-Dollar, gab es hier zwei Varianten. Er lief jetzt im Tageschart immer unter dem EMA 200, aber ohne jetzt dynamisch nach unten wegzubrechen, ist jetzt hier nicht
Nichts Zwingendes sieht man jetzt mehr. Pfund gegen neuseeländische Dollar. Da war im Gespräch eben nochmal auch ein Rücklauf dann zu kaufen, um nochmal long einzusteigen. Und dann folgt Gold hatten wir ja schon. Hier ist eben noch die untere Marke zu nennen. Dann folgen noch sechs DAX-Setups, die teilweise eben erreicht worden sind, beziehungsweise eben hier durch den Bruch von der SAP-Aktie sollte auch deutliches Aufwärtspotenzial noch da sein. Aber auch hier ein Gap Close wäre schön, um dann einzusteigen. Ja, das ist das Setup von, ja, von Anfang Mai top aufgegangen. Fresenius war auch ein alter Titel. Da könnte es jetzt auch noch über die 70-Euro-Marke gehen. ThyssenKrupp war ganz speziell, als ich hier im Video, ein Live-Video gedreht habe, lag der Kurs eben direkt hier mit dieser schwarzen Kerze. Nochmal eine schwarze Kerze. Habe ich wirklich nicht dran geglaubt, dass es über diese Unterstützung, also und dann eben Widerstand und jetzt Unterstützung wieder gehen. Aber wenn man sieht, muss man echt erstmal den kompletten Handelstag abwarten. Ne? Dann sah man hier eine schöne Umkehrkerze. Dann lief nochmal das an das eingezeichnete Unterstützungsniveau an. Das lag eben schon hier, ja, seit Ende April wurde das hier eingezeichnet. Und hier darf das jetzt, genauso wie, wie immer noch das gleiche Stop-Setup, ja, sollte es jetzt hier schön nach oben laufen bei der ThyssenKrupp. Linde war hier auch ein Buy. Dann war es jetzt hier etwa, ja, nicht so schön. Hier kann und sollte es jetzt auch mit nach dem Rücklauf oder direkt an die 140-Euro-Marke laufen. Eine ProSieben hat hier noch Kurspotenzial bis 46,60. Hier wäre es auch schön, einen Rücklauf zu nehmen, um dann einzusteigen. Und ja, die BASF finde ich auch schön, wenn es jetzt hier nochmals an die Oberkante des Rainbows zurückgehen können, so geht, um dann einzusteigen. Der Stopp ist hier recht gut mit dem Doppeltief hier eigentlich abgedeckt. Ein bisschen weiter wäre hier dann auf das Weekly-Widerstand, da ist ein Wochenschlusskurs unter 56,30, wäre absolut negativ. Aber auch schon, wenn es direkt hier den Stopp erreicht wird, wäre das nicht schön für das Long-Setup. Und kurz nochmal, ich denke, ich werde die Woche ja auch nochmals die Live-Videos aufzeichnen und dann sofort auf dem YouTube-Kanal von JFD zur Verfügung stellen. Denn es gab ja immer noch wieder Probleme mit dem Procaster. Und wie gesagt, ich werde mit Chris dann Rücksprache halten, wie wir dann weiter vorgehen. Danke und einen erfolgreichen Handelstag.